Wir kommen ja hier wieder zurück. Richtig. Ui. Cutscene. Oh, Cutscene, ja. Und Pylorus. Ja. Ist auch deine. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Riol oder was, Dicker? Zwinkern. Nicht lustig. The ache builds as you squeeze your hands together. Were your fingers always so thick? Your skin always so sticky? Okay. Echt jetzt? Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly, your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. Bin ich verloren. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Ach du heiliger Bimbam. Also Überzeugung sieht schon mal gut aus. Da hast du zwei, also plus drei Dinge auf jeden Fall. Wollen wir sie umbringen? Na ja, komm, mach mal überzeugen, oder? Wäre auf jeden Fall die höchste Wahrscheinlichkeit. Ich sehe die Würfel nicht, schade. Ich auch nicht. 15 muss ich erreichen, ich habe zwei 20er Würfel. Ja, ich sehe. Und dann noch plus 1 und plus 2. Wenn das nichts wird. Fickt euch echt. Richtiges Würfel. Er stirbt. Weil er wird abgestochen, schön. Ja, kann jetzt passieren. It feels as if a snake is slithering through every limb. My throat burns like flames erupted within. This is not exhaustion. This is seramorphosis. Könnt ihr mal einer auf mich aufpassen? Submit. Wir können die angreifen. Du nimmst das erste. No. Na, dann greif an! Junge, bevor ich mich hier noch weiter um mein Leben quälen muss. Wenn du jetzt von hinten rankommen kannst und sie angreifen kannst, dann greif sie an. Nein, oder Peiler, soll erst mein Leben würfeln. Nein, da unten steht es halt, dass ja, er da Esel angreift, nicht ich. Du bist da, wir sind doch alle in deiner Cutscene. Ey Mann, ich hab so viel Pech. Ich würfel nicht mal eine 1. Beiden. Ja, natürlich. Hätte das nicht vorhin passieren können? Ey komm, ich hab nur 22 geknackt, Alter. Also ich bin heute stolz auf mich. You feel sated. Lazel's fear grips you. Not fear of death, but fear of insignificance. The great warrior Lazel. A failure to her kind. She will wield no silver sword, ride no red dragon. Forever unknown to the great Lich Queen Vlakith. Wie du da sitzt mit den Händen so. Hilfe, Hilfe. I cannot trust my own mind, so it seems I must trust yours. I will wait, but know this, I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Okay. Jetzt krieg ich auch noch eine. Jetzt krieg ich auch noch eine Katze. Ja, ich auch. Albträume, wie es aussieht, oder was? Nee. Ach so,
Hattet ihr da euren eigenen Charakter oder seht ihr mich? Nee, hier ist irgendjemand mit einer goldenen Rüstung an mir dran, wo ich auf dem Boden liege. Okay, jeder hat seinen eigenen Charakter. Das ist ein privater Dialog. Ich hab's auch. You are transforming. Können mich nicht verwandeln, oder? Die hatte. Yes, you have. I saved you before. Hab ich schon weitergeklickt, oder? Ich glaube, Pilar ist rausgeflogen. Nee, jetzt sollte ich ziehen weiter. Nee, jetzt nicht mehr. Pilar, bist du noch da? Nee, auch das Bild hängt. Ja, Übertragung wurde beendet. Habt ihr schon was geklickt, oder? Ich hab das erste geklickt. Okay, wenn du eine Seite. Ich nehme es weiter. Das ist ein privater Dialog, Digga. Du kannst es spielen, wie du willst. Achso. Mesh. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it, nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. Okay, wir sollen lernen, mit der Larve zu leben, anscheinend. Unlimited Power. Ist dann Maden aus meiner Hand schießen kann? You can change that. Also ich würde dir das ja alles glauben, aber sie sieht nicht so vertrauenswürdig aus. The enemy is closing in. I will be back. I will be back. Ein Arnold Schwarzenegger Move. Wake now. You'll feel better. I will be back. I promise. Ich bin der Terminator. I will be back. Ach, jetzt hab ich auch gedacht, I will be back. Szene gehabt, okay. I promise. Achso, ich hab jetzt Pilos Dialog. Der kam bei mir gleich als nächstes. Das ist normal angucken, alles. Aber bei ihr, bei Pilar hat sie keine Hörner. Ja, stimmt, bei mir auch nicht. Das ist der Begleiter, Digga, den wir am Anfang aussuchen konnten. Ah. Okay, ich vertraue ihr. Ich konnte mir die aussuchen. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. Bin mal kurz weg, bis gleich. I'll protect you. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is... Hat jetzt abgebrochen?
Okay, nice. Alle wieder voll. So, erstmal speichern wollen. Jo, würde ich sagen. So, der hat gerade gespeichert, okay. Yuzen? Achso, der ist nicht da. Ja, ich hab zwei Kisten. Ah, wegen Pfeiler seiner Kiste, okay. Ich glaube, du musst Pyler nochmal einladen. Aber in Discord ist er ja auch noch nicht. Ja, aber es wurde mir gerade bei Steam angezeigt, dass er Baldur's Gate spielt. Ich habe hier ein Amulett, wenn das jemand braucht. Ich glaube, Yuzen ist das vielleicht gar nicht. Das ist gar nicht so schlecht für Yuzen. Ich habe eine Pike, aber ich weiß nicht, ob Yuzen dort mehr schafft. Das ist ein Hochzähler. Ich mal wieder etwas leerer. Hast du noch was, David, was man mitnehmen, was man hier brauchen könnte? Für einen Händler oder für was jetzt? Mal allgemein. Eigentlich. So. Irgendwelche Ausrüstung, die man tragen kann. Ich habe hier die eine Lanze, aber ich weiß nicht, ob das ein Vorteil für dich ist. Also die geht auch einhändig anscheinend. Warte mal. Aber ich glaube, die macht weniger Schaden. Ja, habe ich auch noch, aber das war's auch wieder. Okay, also Pyler ist in 5 Minuten ungefähr da. Okay. Du hast eine Lanze? Der Wurfspeer meinst du da, oder was? Na, einmal eine Pike und einmal Leitfaden des Beobachters. Ja, das ist ein Wurfspeer, oder? Na, den kannst du werfen, den kannst du aber auch einhändig benutzen. Ah, vielseitig. Nee. Ja, vielseitig heißt immer ein oder zwei Hand. Ja, nee, ich nehme lieber meine Axt und den Dolch. Glaube ich. Ja, ich sehe halt nicht, wie viel Schaden die bei dir machen. Das hat das immer die Sache. Na, der Leitfaden des Beobachters, der macht bei mir 0 bis 7. Achso, okay, ne. Den kann ich eh nicht benutzen als Zweithand, also.
Dann kann ich keine zwei Waffen tragen. Und der Dolch, der macht bei mir 5 bis 8 Schaden und hat plus 6 Bonus. Und der Drachenangriff, der macht bei mir 1 bis 9 Schaden und hat nochmal plus 1 Dann Angriffsbonus. packe ich es in die Truhe, wenn wir nächstes Mal verkaufen gehen, dann verkaufen wir die. Naja, aber ich glaube, grüne Waffen sind generell besser als Ja, ich glaube auch. normale. So, bin wieder da. Ja, Jusen, ich habe dir eine Armbrust reingepackt und ein Amulett. Also eine schwere Armbrust und ein Amulett. Guck mal, also ja, unwürdig, danke dafür. Gewährt Verwundbarkeit durch Wuchtschaden. Gegen Hiebschaden. Ja. Kann ich nicht ausrüsten. Hä? Wieso nicht? Ausrüsten ist bei mir irgendwie vergraut. Also ich kann es nicht ausrüsten, kann ich dir nicht sagen, warum. Kannst du das vielleicht dir selber ausrüsten? Weiß ich nicht. Na, dann sollte das vielleicht David nehmen. Der hat ja nur da so ein Silbermedaillon. Das können wir auch verkaufen. Dann guck mal die Armbrust, ob du die anlegen kannst. Schwere Armbrust, 2 bis 11. Ja, kann ich aber auch nicht anziehen. Ah doch, hä? Muss es einfach draufziehen. Ja. Ach so. Ja, aber es ist halt die Frage, also es gibt Resistenzen gegen Hiebschaden, gibt aber auch Verwundbarkeit gegen Wuchtwaffen. Ja. Nee, durch Wuchtschaden. Gewährt durch Wuchtschaden. Ja. Hat sich jetzt jemand geheilt? Ja, ich aus Versehen. Wie kriegt man denn da unten das wieder aus dieser Leiste weg? Dieses Bildchen. Was für ein Bild? Na, unten rechts ist bei mir heilen bei Zaubersprüche. Das möchte ich da eigentlich gar nicht drin haben. Wie kann ich das bitte einfach rausnehmen? Na, dass das Slot wieder frei ist, sag ich mal. Na, die Schnellleiste entsperren auf der rechten Seite. Ah, so war das. Und dann einfach rausziehen. Ah, das entsperren wir das, genau. Also mein Inventar wird langsam... Hast du dich gerade auch geheilt, oder was? Nee, ich hab's gerade das Gift benutzt hier. Achso. Aber Händler wäre keine schlechte Idee auf jeden Fall. So. Alter Verwalter, das war ja ein Krampf. Nö, zum Händler müssen wir doch noch gar nicht, oder? Na, mein Inventar ist schon ganz schön voll von den ganzen Müll, den ihr habt. Na, dann pack's doch in deine Truhe. Erstmal. Wenn wir beim Händler sind, gehst du kurz ins Lager und dann holst du es wieder. Achso, ich kann nur an meine Truhe gehen, ne? An eure kann ich gar nicht gehen. Genau, und die Truhe kannst du dann aber noch erweitern. Wie erweitern? Na, indem du die ziehst. Da sind wir wieder, meine Lieben. Da hast du, wenn du auf die Truhe, wenn du die Truhe hast, wenn du offen hast, ja. Dann hast du unten rechts in dem Bildchen hast du da so ein zwei so eine Striche, wenn du bei mir mal in Stream guckst. Warte. Ist der Rechner abgerucht, Alter. Ja, siehst du die? Warte. Ach so. Da, und dann kannst du die ziehen. Ja, ist eigentlich noch irgendwas Interessantes, Leute? Weil du bist mitten in der Videosequenz bei mir weg gewesen.
Das ist ja cool. Das war die Olle, die wir uns am Anfang hätten erstellen können. Der Gefährte. Okay. Der Gefährte, genau. Ah, so. Die hat uns quasi gerettet. Alter, aber wo ich den Rechner das erste Mal gestartet habe, weißt du, ey, ich habe wirklich leicht Panik geschoben, wo er mir denn so mehr oder weniger angeboten hat, Windows neu zu machen und Festplatte noch auf OneDrive sichern und sowas. Da hab ich mir gedacht, nee, nochmal Neustart. Und dann hat er sich richtig hochgefahren. Alter. Na gut. Jo. Willst du dein Inventar auch noch leer machen, Peiler? Ein bisschen was in die Truhe packen, dass wir noch ein bisschen was mitnehmen können da unten? Ich hab noch nicht besonders viel bei, aber ich könnte da irgendwas reinschmeißen. Ne? Na, erstmal irgendwas, was wir verkaufen können dann später. Dann kannst du ja ins Lager gehen, das holen und dann... Wichtig, welche Truhe wem gehört, oder... Ja, dir gehört nur eine Truhe davon. An die ja, anderen kommst du nicht ran. Nee. Nee, die grüne ist meine. Büsen, hast du hier schon mal mit dem Eidbrecher-Ritter gesprochen? Ja. Durch den habe ich ja diesen Eidbruch erst erlangen können. Genau. Der kam zu mir in der Frequenz und hat mich dann vollgequatscht. Peiler, da braucht der Redebedarf. Ja. Dann gehe ich dahin. Für dich auch nochmal, du kannst die Truhe auch größer machen, ne? Also erweitern, ne? Ja, ne? Gold lieber mitnehmen? Ja, Gold würde ich erstmal mitnehmen, ja. Aber das Gold kannst du auch mir geben, wenn du möchtest. Also mir ist das... Du kannst ja auch gerne immer alles rausnehmen. Kein Thema. Dann... Mi casa ist ja casa. Bin ich genau. Der Goldstapel quasi. Du bist der Goldjunge, ja. Also wenn du beklaut wirst, das würde mich wundern. Wenn ein Dieb beklaut wird, ist das ein beschissener Dieb. Genau. Das wollte ich damit sagen. Also sollte das ja theoretisch nicht passieren. Hm. Gut. Haben wir jetzt. Warte doch mal. Zaubersprüche, Tränke und ein bisschen da. Mehr eigentlich dabei. Alter, ist die Kiste eigentlich endlos? Kann das sein? Nee. Oder? Ich glaube, die ist begrenzt. Ich habe da bis jetzt noch nie viel reingepackt. Also ich versuche jetzt mal gerade alles da reinzuballen, was ich so bei mir habe. Ja, also was unwichtig ist. Ja, Mann, die ist wirklich unbegrenzt. Oh, nice. Geht ja immer tiefer. Ich mach's sogar schon schräg, Alter. Ja, also das ist krass. Okay. Achso, diese Feinentschärfer-Werkzeug, dass ich mal drin war. Das kannst du auch mir reinpacken. Du kannst doch eigentlich gleich Alex geben. Ja, ja, ich bin gerade nicht bei Tab, genau wie wenn du Tränke und sowas. Ja, ich bin gerade aber nicht bei Tab, sondern bei E unterwegs. Ja, aber auch wenn du Tränke und sowas drin hast, dann pack dir die lieber ein. Zaubersprüche pack ich dir ein, aber ich habe keine Zaubertränke mehr. Oder wie heißt das hier? Heiltränke. Hab noch einen. Gut, alles soweit erstmal im Lager. Ich kann mit den Typen hier quatschen. Er hört nicht auf zu quatschen. Wen quatschst du denn? Mit dem einen Typen hier, der hier rumstand in unserem Lager. Ich quatsch mal kurz mit dem Altbrecher, vielleicht hat der mir irgendwas Interessantes zu sagen. So wie Jusen sagen würde, der quatscht dir einen Knoppers ans Bein. Für den Entscheider. Gods, what's happening? Geil! Alter. Leute. Yo. Hier in der Höhle bewegt sich irgendwas im Boden unten. Wir sind immer noch im Lager, ne? Jo, ich weiß. Deswegen sage ich es euch ja. So weit sind wir ja durch, wa? Eigentlich ja. Mein Altbrecher hat mir auch nichts zu sagen. Ich komme mal zu... Achso.
Wieso geht das nicht? Du musst, musst auf das Lagerfeuer klicken in der Mitte. Ja, ja, aber... Nein, in der Mitte des Lagers. Okay, okay. Unterreich. Achso, hast du nicht noch irgendeinen Typen im Lager gehabt, mit dem du quatschen kannst? Ecke? Nö. Ja. Du bist doch nicht spiritueller Gefährte? Nö. Ich hab keinen, will keinen. Dann verlassen wir das Lager? Ja, wir sind schon weg, ja. Ja, wie kann ich... Ich kann bei mir gar nicht zurück. Wie gesagt, ihr müsst auf das Lagerfeuer klicken in der Mitte des Lagers. Nicht da unten in eurer Leiste, sondern quasi da, wo ihr davor steht. Konnte da auch auf der Leiste und dein Lager verlassen drücken. Okay. Echt? Nee, ich konnte es nicht. Nö, Ego nicht. Und stand auch neben dem Lagerfeuer, glaube ich. Ja. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So, Alter, hier oben ist ein richtig heftiges Schwert. Wollen wir da mal hingehen? Gehen wir mal hin. Vielleicht kann der Jusen das gebrauchen. Ja, den lauf vor, Jusen. Ich weiß nicht, wo er es gesehen hat. Warte, ich guck gerade mal, wie wir da hinkommen. Wo bin ich denn? Da. Komm mit. Warte, ich speichere vorher. Achso, ja. Speicher mal. Okay, komm mit. Wenn noch ein Weg. Da. Okay, geh ich hin. Na, dann hol's dir. Da liegt doch ein Helm. Was passiert? Oh, eine Frequenz. Nice. Ja. Slender Drow Blade impales the stone before you. Du bist es, Jusen. Alter, eine Drohklinge. Ja, entweder Stärke plus 3 oder Paladin Religion, das ist aber nichts, glaube ich. Stärke, Junge. Stärke. Stärke zieht. 15. Alter. Wir drücken dir die Daumen. Du kannst noch einen Bonus kriegen. Du kriegst noch einen Bonus. Ich geb mir selber einen Bonus, okay. Genau, göttliche Führung, los. Okay, oh, wünsch mir Glück, Freunde. Du hast heute Glück, los. Excalibur. Nein! Fuck! 3, 2, Scheiße! Oh, gerade ja, wo es wichtig gewesen wäre, ey, Mann. Also, ich hab gerade gespeichert. Ja, ich würde es gleich nochmal probieren, aber. Ja. Vielleicht kann ich auch so nochmal probieren. Ey, nee, dafür laden wir neu. Komm. Nee, warte mal, vielleicht kann ich das. Ich kann nochmal mit Paladin Religion probieren. Ja, dann probier nochmal mit Religion, komm. Klar. Vielleicht schaffst du ja eine 20. Ach, guck mal. Eine 10 muss ich jetzt nur. Ah, okay. Naja, aber es zählt doch nur einer, ne? Der höhere. Ja, aber ja. Ah, hat er. Nice, Alter. Ja, logisch. Läuft. Na dann los. Jetzt zieht raus. Buck dir in die Hände und Attacke. Blut kann nur mit Blut geehrt werden. Okay. Na denn. Etwas Blut. Das Blute. Na, freilich. Blute Ork. Hand ab. Hätte nur noch den Aufprall gefehlt. Hanging in the air in silent offering. Alter, jetzt hat Jusen ein richtig heftiges Schwert. Oh yeah. Oh yeah. So, jetzt wollen wir mal gleich mal gucken. Alter, ein blaues. 5 bis 14 Schaden nur. Meins macht eigentlich 5 bis 15. Ja, es hat aber noch eine Waffenverzauberung, Digga. Und eine Klassenaktion Melodie. Außerdem kriegst du 3 Aktionen da unten rein. Achso, die hast du auch so gehabt. Ja. Ja, nice, habe ich eine heftig geile Waffe. Aber dein Großschwert macht nur 2d6 Hiebschaden. Das Ding macht 1d10 Schaden. Plus 4. Es ist schon deutlich besser. Ist deutlich besser, ja. Gut, vielen Dank. Krasser Scheiß. Wenigstens einer mal was Tolles. Aber das Ding ist, ich glaube... Na, aber ganz ehrlich, mit Vollquatschen hättest du jetzt das Schwert auch nicht gekriegt. Ich glaube, da braucht man wirklich Stärke. Na, das ist doch auch für dich, mit Digga. Magie, mein Freund. Magie. Also, das ist doch explizit für dich. Für den Krieger in unserer Reihe. Hi, ich bin der Krieger aus der Reihe.
Oh, hier ist irgendwie eine... Alter. Okay. Ja, diese gelben Dinger, glaube ich, explodieren. Ich glaube, du hättest auch einfach die Laterne abschießen können, Alex. Dann wären sie alle draufgegangen. Leuchtende Knolle. Hier wird irgendwas gespeichert. Automatisches ja. Speichern. Autospeichern. Ja, das ist meistens nie gut. Ja, hier, da ist, kommt das wieder. Unbasiert. Was ist es? What the fuck is fucking alles? Ich bin Untote, oder? Ich glaube, ich wurde gefressen. Oder? Niedergeschlagen bist du. Ja, ich jetzt auch. Soll ich dich hochholen? Nee, kannst du nicht. Ich glaube, das geht nicht. Ich habe das gleiche gerade bei David probiert. Ist es verbuggt oder soll das so ewig wackeln? Also bei mir hat es funktioniert. Aber wir gerade, glaube ich, in der Runde sind. Wenn ich Echtzeit mache, ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß es auch nicht. Aber hinlaufen kann ich nicht, Jusen. Okay, da geht's los. Okay. Alter, ein Landhai. 125. Okay. Ich bin erstmal vor euch und schieß auf ihn, ja? Warte, Jusen, kurz. Nee. Guck mal, ob ich... Weil ich komme nicht nah genug ran, um Nahkampf zu machen. Ja, dann stell dich einfach erstmal vor ihn, ja. Ist die Frage, ob das Viecher an der Stelle bleibt, ja gut. Na, erstmal bis er seine Runde hat, würde ich sagen. Oder wollt ihr erstmal drauf schießen? Na, ich schieß erstmal drauf und dann bewege ich mich zu meiner Position. Okay. Fehlgeschlagen. Versuch mal so ein bisschen langfristigen Schaden zu machen. Ich würde jetzt nur noch meine Fettfläche machen, wenn David's auch gleich entzünden würde. Da kann ich so genau auf ihn machen und er brennt. Was heißt denn langfristigen Schaden, Jusen? Na, sowas wie brennen. Naja, ja, aber er wird so ja sofort zu uns rennen, das ist das Problem. Und solange Jusen nicht davor steht und den quasi tankt in der Pfütze, Jusen. Na, Jusen läuft auch gleich so weit nach vorne, wie er kann. Aber er kommt nicht bis ganz ran, meint er. Richtig. Ich kann ja höchstens nochmal auf ihn schießen. Er steht denn schon vor dir, David. Jusen. Genau. Ja, aber er sollte vielleicht erstmal so hinlaufen, wie er kann, dass wir sehen können, wo wir die Pfütze hinmachen. So meinst du. Und dann lauf, Jusen. Beziehungsweise müssen wir mal, ich hab den Feuerzauber nicht drin, den hast du doch jetzt drin. War ja nur ein Vorschlag. Als Bonusaktion, Jusen, kannst du ja vielleicht sporten, dann kannst du doch da ranrennen. Nee, ja, aber den kann ich nicht mal zuschlagen, bringt ja auch nichts. So, dann kannst du da jetzt eh nicht, oder? Doch, aber schießen kann ich. Achso, na gut. Probier doch mal rücken dann. Was ist das für ein Schuss? Durchbohrender Schuss. Klaffende Wunde, ich probier's mal. Ja. Gut. Ich hab was vergessen. Die fucking Rage. Na gut. Ich überlebe auch so. Na, ich mach mal erstmal, dass er sich weniger bewegt. Ah, shit, ist nicht durchgekommen. Ja. Alter Falter, ey. Krasses Vieh. Und der hat auch viel Energie, wa? Alter, ja. 125, also. Da müssen wir uns jetzt schon ordentlich ins Zeug. Ah, shit, ich wollte mich noch umdrehen. Alles gut, dass du vorher gespeichert hast, Alter. Ja, automatisch. Also, das war automatisches, genau, stimmt. Danke, automatisches Speichern. An dieser Stelle. Falls du irgendeinen Account hast bei Facebook oder so, ich folge dir ab heute. Peiler? Mhm. Du kannst noch? Ist mir klar. Kann ich den untersuchen, ja. Der hat keine Resistenten. Und auch keine Schwächen. Nee. Ist einfach ein Stufe 5 Landhai. Das ist einfach einer, der alles tötet, was ihm im Weg ist. Und einfach Rüstungsklasse 17. Ich versuch und mal. Na, ansonsten okay. Eis ist ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob du Eis oder. Egal, hau einfach irgendwas drauf. Nice. 13. Wieso noch einmal? Kannst du noch mal schießen? Nö. Ja, okay, noch eine aber Bonus-Aktion. Kann wieder bewegen. Ja. Treff mich denn, du hübscher Landhai. Aber sowas als Haustier wäre auch geil.
Ich glaube, so ein Babylandteil sieht mega hübsch aus. Auf mich, Peter? Fühlt sich ja Sprung. Ah, genau. Alter. Alter. Was? 266? Alter. Okay, ich bin fast down. Ja. Ein Lebenspunkt, das ist hart. Alter Falter, ey. Gut, dann greife ich ihn trotzdem erstmal an, würde ich sagen. Komm. Good. Again. Okay, der Hund blutet schon mal ein bisschen. Nichts mehr machen. Dankeschön. 7 Leben. Good. Again. Ich habe eine Wunde, sehr gut. Das Ding verblutet hoffentlich bald. Das glaube ich nicht. Das auch. Gut, ich kann jetzt nicht so. Okay. Faller macht Zugschneife. Schützen, das Flackern kann ich wieder machen. Alter, Biss. Alter. Uff, 29, okay, das ist hart. Okay, ey, das 4 ist ja übel, ey. Ja, okay. Tot. Ja. Also ich kann Yuzen aufhelfen, ehe er ganz stirbt. Ja, es springt zu viel. Ich kann eigentlich keine Flächen. Und ich hoffe, dass ich Yuzen jetzt nicht treffe, weil sonst wär's dämlich. Excellent. Nice. Also ich. Das Vieh ist, glaube ich, gegen Zauber empfänglich. Again. Mann. Warum bist du eigentlich immer noch nicht gebufft? Weil ich das nicht mehr kann. Ich konnte gerade mich nicht buffen. Und da war mit bin ich auch weggekillert. Ich kann dort. Again. Ja, ich glaube, wir müssen echt nochmal neu lang, denke ich. Das 4 ist echt hart. Haben wir ein bisschen unterschätzt am Anfang. Es gibt auch andere Gegner, Dicke. Du musst nicht nur mich angreifen. Nee, ist gut, dass er dich angreift. Das ist der Sinn der Sache. Ich weiß. Warum? Okay, dreht sich nicht mehr um. Aber wir haben, okay. Wir haben ihn schon zur Hälfte runter. Oh oh. Plus 49, Alter, der hat sich geheilt. Alter, was? Ja. Der kommt gleich wieder. Also entweder versuchen wir jetzt abzuhauen. Oder wir laden neu. Oder wir laden neu und probieren nochmal. Aber wenn er jedes Mal abtaucht, kommen wir auch bis an die Stelle. Ja, aber ich glaube, wenn wir einen besseren Anfang machen würden, wären wir auch schon deutlich weiter. Oder wir schaffen es jetzt hier durchzulaufen irgendwie. Oh. Na dann los, laufen wir durch. Wir könnten also sonst nochmal eine kurze. Nee, wir können keine kurze Rast machen, oder? Passt auf, hier ist ein. Die explodieren hier, glaube ich, alle. Ah, vielleicht. Yuzen, ich habe doch gerade gesagt, pass auf, die explodieren alle. Die gehen ja wieder zurück. Okay, wenn einer durchläuft und wir dann kurz warten, geht das schon. Naja, vielleicht taucht doch das Vieh aber da in der Mitte auf. Richtig. Ja, gut, das kann. Gut sein. Nee. Warte, was passiert denn? Rundenbasierten Modus aktivieren. Ich will mal kurz was ausprobieren. Alter, da drüben ist ein toter Dogar. Den würde ich ja gerne rankommen. Nee, eine kurze Rast können wir nicht machen. Die Frage, haben wir noch Heiltränke? Weil ich habe ein Leben. Ich habe noch 2, du kannst sie bei mir rausnehmen. So.
Yuzen, wie sieht's bei dir aus? Hast du dein Heilspell? Zauber gerade ein bisschen, ja. Oder was meinst du? Ja. Wir müssen unbedingt Heiltränke kaufen, Alter. Ja. Wow, ich würde mal versuchen, hier vorbeizuschleichen an den Dingern. Okay. Wir haben ja gespeichert. Okay. Da oben ist auf jeden Fall ein Gegner. Oder sowas. Hier ist... Ja, da oben ist ein Gegner. Reihe, die da stehen, ja. Schädliche... Achso, ne. Irgendwas, Soll ich jetzt nochmal speichern? Nee, besser nicht. Also, ich weiß nicht, was die anderen sagen, aber ich glaube, jetzt zu speichern... Nee, wenn, dann klatschen wir das, den komischen Hai da nochmal. Ja. Also wenn jetzt was schief geht. Achso, also. Weiterlauf meinst du? Aber ich glaube, es geht hier halt immer noch tiefer. Ich glaube, wir sollen hier noch gar nicht sein. Ist aber eine der ersten Quests gewesen. Jo, alles klar. Ja, alles klar. Du hast mich gerade rausgekantelt. Alter, was? Direkt runter, ja. Oh, ja, theoretisch, wir können auch zurückgehen und woanders hingehen, so ist nicht. Jusen ist aber das ist alles auf unserem Level. Ich bin tot. Ui. Also ich bin jetzt wirklich raus aus dem Game, weil die Explosion mich gerade rausgekickt hat. Ja, neu laden, ja. Ich kann Jusen looten. Der erste Ingame-Tool. Freut er sich. Ah, sehr schön. Ich habe Jusen getötet. Nee, die Pflanze. Nein. Na doch, die Pflanze war es, nicht du. Der, das ist deine Dummheit. Der Dieb hat den Ork getötet. Halb Ork. Naja. Wie hätte man es auch anders erwartet, oder? Antimate. Oder, Leute? Ja. Ich bin nur noch ein Halb Ork, kein Ork. Achso, wir haben ja gerade kurze Wartezeit. Schaut doch mal bei S&G präsentieren vorbei auf YouTube. On my way. Das ist unser YouTube-Kanal. Gerne. Könnt ihr mal auschecken, Leute. Ist so verlinkt und... Ne? Genau. Jo, dann würde ich sagen, also ja... Lass einfach nicht da runtergehen. Vielleicht sollen wir da noch gar nicht sein. Naja, wir haben immer noch eine Besiege die Goblins unten als Quest halt. Und wir sollen, glaube ich, nach unten laufen. Nicht, aber wo kommen wir unten raus? Na, guck mal, unten links haben wir auf der Karte halt noch eine Mission. Ja, aber da müssten wir wieder zurücklaufen. Ja, aber es ist ja nur hier um die Ecke im Endeffekt. Naja, genau. Aber dann, wie gesagt, müssen wir wieder zurück quasi jetzt hier und nach oben laufen. Und wieder an den Statuen naja, vorbei. Ja, aber das halt, ich glaube, das, wo wir jetzt reingelaufen sind, ja, Stufe 5. Hinter halt der Schamanin oder was das da beim letzten Mal war, ja, das gehört gar nicht mehr zur Mission vom Goblin-Lager, ne? Deswegen unten links. Okay. Ja, ich würde auch erstmal sagen, oder? Müssen uns halt bloß merken, dass wir hier nochmal hin müssen. Wir müssen also, da jetzt ganz schnell durchrennen, einer nach dem anderen. Ich weiß gar nicht mal, wo ihr gerade hingelaufen seid. Ach, hier sind nach die Statuen, ja. Von hier okay, sind warte mal, lasst mich aber durchrennen. Ich will durch die Halle direkt rennen. Können wir von hier aus nicht einfach teleportieren? Ach ja, stimmt, wir haben noch hier einen Teleporter irgendwo, oder? Da unten ja, den Außenposten. Ja, genau. Genau. Einfach, oder? Einfach zu dem Teleporter da. Ne, das war M drücken und dann irgendwo hin. Ja genau, M und dann M steht und dann rechts Unterreich die Wegpunkte. Außenposten. Genau. Oh. Ja genau. Zum Unterreich Dings. Genau, warte, hier müssen wir nicht lang. Ne, hier nach oben wieder. Wir müssen hier wieder zurück, die Leiter nach oben. Ja, ich wollte gucken, ob man die Olle vielleicht deaktivieren kann. Oh, doch. Oh, wir können auf den Mondstein oben drauf. Das beschreibt es ja auch. Wir sind hinten durchgelaufen. Das Ding heißt Außenposten. Ne? Darf ich auf den Mondstein nochmal kurz drauf schießen? Ja, warte. Der bepowert die beiden Statuen. Okay, na dann los. Wir stehen hinter dir. Nice. Okay, das war's. Aber kann man den vielleicht noch aufheben? Ist der irgendwo runtergefallen? Nein. Die stand nicht. Okay. Ich habe überlegt, ob ich auf das Fass jetzt schieße. Cool.
Oh, wir nixen das, dann können wir da jetzt sehr unbehelligt durchlaufen. Hätten wir mal vorher dran denken sollen. Ja, mein Gott. Wir haben ja genug Lagervorräte, also naja. Da, genau, da unten ist auch Volo. Da will den Markt lösen. Wen mag ich? Wir könnten wen auch. Wen mag mal... ich? Ja, nicht erreichbar. Hey, die Tür ist. Wer hat denn da dran gedreht an dem Ding unten? Alex. Was? Ich hab mir auch nicht gedreht. Ja, jemand hat die Scheibe so neben mir. Kam nicht warte, durch. Warte, ja, warte, warte. Du musst warte. Doch einfach nur den Hebel hier drücken. Achso, da an der Seite ist ein Hebel. Oh, mir ist die Tür zugegangen von der Nase. Ja, jemand hat den hier am Rad gedreht, ja. Jusen dreht schon wieder am Rad. Nicht Icke. Oh, das. Nee. Ach ja, hier war die wird dicker. Wollen wir die Leibwache noch töten oder was? Ich wäre dafür. Ja, nee, das ist eine Hohepriesterin. Warum denn? Na und? Aber eine Wächterin. Eine, guck mal, eine was Leibwache hier, der Hohepriesterin. Drück doch mal Alt und guck mal, was hier alles rumliegt, Alter. Ne, bei mir passiert bei Alt gerade nichts. Ah, also wollen wir alle gleichzeitig einen Zauber auf sie machen oder was? Nee, wieso? Speicher doch erstmal hier. Die hat Gelegenheitsangriff. Genau, erstmal untersuchen. Mir ist egal, wir können sie versuchen zu klatschen, aber ich weiß halt nicht, was das für Auswirkungen hat auf diese komische Tröte, die ich dabei habe, wo wir unsere anderen großen Dudes rufen. Wahrscheinlich keine, warum sollten die sich kennen? Mit Stufe 4. Die bloß 300 Meter auseinander stehen vielleicht? Wieso? Was? 300 Meter? Ja, wir sind hier bloß runtergegangen. Und davor waren wir oben bei den komischen Dudes. Und hier beim Runtergehen sind wir durch ein paar Hallen durchgegangen, bis wir zu dieser komischen Goblin-Dings gekommen sind, die wir geklatscht haben. Und dann bist du ja schon hier unten. Ja, und? Müssen sich doch nicht unweigerlich alle Trolle kennen. Also ich glaube, wenn Trolle für den gleichen Arbeitgeber arbeiten und noch recht ein paar hundert Meter nur auseinander, dann sollte man sich schon kennen, oder? Ich würde die trotzdem klatschen. Peiler, komm mal hoch zu mir. Mhm. Kannst hier an der Seite die Treppe hoch, dann schießen wir von hier oben runter. Und mach mal so, Leute, ja? Ich tröte denn nicht die Tröte, falls es soweit ist. Die kann jemand anderes als Inventar nehmen. Das egal, was nicht ein. Aber egal, was passiert, wir sind doch eh alle zu viert in dem Geschehen. Wollen wir uns ein bisschen aufteilen, David, dass einer hier vorne auf der Spitze steht und der andere etwas weiter hinten? So vielleicht? Und Jusen steht unten. Genau. Ich bleib hier unten, ja. Jusen greift dir jetzt an, würde ich sagen. Naja, wir könnten alle gleichzeitig angreifen. Okay, Na dann. Drei. Na wartet, hat jeder das, ja, was er machen warte, will? Warte, nee, meine Tochter kommt gerade, wartet kurz bitte. Na, habt ihr sie getötet? Wen haben wir getötet? Nee. Nee, auch nicht, okay. Nee, Pada ist kurz weg. Und Davidoff ist auch irgendwie kurz weg. Oh, Dobby. Jupp. Sehe ich identisch. Oh, das ist eine richtig gute Session heute, glaube ich. Komm so. Ey, wir sind schon. Voran. Ja, das stimmt schon. Aber wir sind schon öfter gestorben, so ist das nicht. Ja, es geht ja nicht ums Sterben. Komm, geht einfach darum, dass wir nicht vorankommen, irgendwie gerade. Findest du? No. Wir gehen jetzt eigentlich auf dem Rückweg wieder zu einer Quest, also. Rückschritt sehe ich da jetzt nicht. Naja, wenn hier sagt ein Rückschritt, sondern einfach, dass wir nicht vorankommen. Bin ich schon, ich habe ein verdammt geiles Schwert. Ja, da hat auch wirklich nur die Sucht befriedigt, Alter. Also ganz ehrlich, ich finde, der Trip hat sich schon mal richtig gelohnt. Ich habe ein richtig geiles Schwert. Mhm. Wir haben Erfahrungspunkte gesammelt. Mhm. Keiner ist wirklich gestorben.
Also du hast mich einmal kurz rausgekantet, aber sonst war es wunderbar. Mhm. Nicht immer alles so pessimistisch. Also die Idee ist, Alex, dass der so hinter die weiße Linie läuft in Richtung Bett, in diesem kleinen Raum da vor uns. Wir ihn dann alle gleichzeitig angreifen, also wir drei hier oben mit einer Fernattacke, und Yuzen dann ranrennt. Dadurch, dass Yuzen da aber da hinten steht, braucht er ein Stückchen länger, um ranzurennen. So können erst unsere Zauberattacken treffen, ohne Yuzen zu treffen, und dann hittet er die theoretisch gleich. Also ich bin ready. Das wäre theoretisch der Plan. Genau, wenn sie so steht, könnten wir angreifen. Genau. Aber jetzt warten wir wieder kurz. Genau, bis sie wieder da steht. Und dann geht's los, Freunde. Seid ihr ready? Hat jetzt jeder... Also, schießt du auch was? Shaolin? Ja, wenn die da hinten stehen soll, dann komme ich da aber nicht ran. Okay, oder willst du mit nach unten kommen? Nee, läuft er dann wahrscheinlich ein Stück vor zu Yuzen. Warte mal. Warte mal. Oder warte. Ja. Also, sie springt zu uns. Entscheide ich mich noch um. Dann nehme ich mir die starken Zauber für später auf. Ja, hier kann ich die nicht... Hier bin ich nicht im Vorteil gegen die. Okay, jetzt könnten wir. Das große Problem bei meinem Zauber wäre halt, okay, dass ich eine kleine Eisfläche mache. Ich habe halt Angst, dass Yuzen reinläuft. Nein, nein. Wie gesagt, ich lasse erstmal eure Zauber machen und dann gucke ich, wie die Situation ist. Und dann wird ja eh alles erstmal in diese Kampfsituation umgestellt. Ja, dann machen wir es so. Ja, okay. Ihr schießt erstmal, dann gucke ich, was passiert. Okay. Nur dann kann ich ja auch voll in die Fresse ballern. Wenn sie hinten ist, können wir. Genau. Ja, ja, gleich, wenn sie da stehen bleibt, geht's los. Was denn jetzt? Nicht hier, doch, das macht sie die ganze Zeit, Pfeiler. Okay. Mhm. Ich habe immer gedacht, die läuft nur nach hinten und nach vorne. Nee, nee, sie bleibt kurz am Feuer stehen, denkt über ihr Leben nach und dann geht's so weiter. So, und weiter jetzt bereit? Könnt... Ja, los, schieß drauf. Alex? Na, ich kann nicht von hier, macht ihr beide. Okay, eins, zwei, drei. Gut, again. Jo, Hälfte ist schon mal weg, ich Leute. Kann sogar nochmal angreifen. Sehr schön, ich nicht, aber... Oh, jetzt war kritischer Treffer, Alter! Oh, jetzt war ich im Vorteil. Jetzt machen wir mal ein bisschen Taktik hier. Ah, schade. Kritischer Fehlschlag, Alter, heute ist nur kritisch heute. Kritisches Spiel heute. Muss erst warten, bis die Tante dran war, danach bin ich direkt dran. Überall der Dicker. Nein, ja, da oben ist mein Bild zuerst. Nee, wir sind ja verschlungen. Das siehst du doch da, das hellblaue und das lila, ne? Oder bei dir andersrum, keine Ahnung. Ja, stimmt. Oh, geht auf mich, weil ich sie verraten hab. Oh, ich kann wieder ja, ausmachen. Schützendes Flackern. Nice! Du Opfer. Gut, jetzt muss ich gar keine Stickett mehr auspacken. Gut, again. Sieh mal. Gut. Ja, again. Scheiße. Ja, wir sind doch noch dran vor dir. Warte, okay, nein, ich nochmal. Ja, gib's dem Yuzen. Wow. Fuck, oh, noch zwei, Scheiße. Ja gut, sei es eures. Macht ihr das. Perfekt. Ah, 13, nice. Alter, auch geil. Ja, wenn ich gegen die in Vorteil bin, mache ich Amok-Damage. Mhm. Na, wenn du auch von hinten kommst halt, ne? Also ist ja mit einer deiner Vorteile. Guck mal, wenn wir einen Plan haben... Von hinten machst du ja zum Beispiel mehr Schaden, aus dem Schatten machst du mehr Schaden, erhöht machst du mehr Schaden. Ja, muss halt gegen die im Vorteil sein. Ja. Das ist halt... Nice. Ist Attacke weiter zurück, oder? Ich hab Heiltränke gefunden. Oh, krass, geil. Ach ne, erstmal looten, ja. Der vollkommen richtig. Nebelschicht, Beschwörungszauber des zweiten Grades. Apropos Zauber, guckt mal bitte einer von, also ich denke mal David, mit deinen Zaubern, dass du vielleicht mehr heilen kannst. Ich habe einen Trank, Elixier der Arkanen, Kultivierung. Du erhältst einen zusätzlichen Zauberplatz des ersten Grades. Oh, das ist gut. Nimm den mal und nimm den, also dann... Nimm den nochmal jetzt einfach. Ja. Ja. Jetzt bin ich schon rausgegangen. Ich komm wieder rein. Ja, aber hier steht ja, er setzt bei Konsum die Effekte anderer Elixiere. Also ja, kann ich irgendwann mal im Kampf verwenden?
Aber ich glaube, das ist nicht für Dauer. Okay, schade. Aber ich brauche ihn auf keinen Fall, weil ich habe keine Zauber des ersten Grades. Ich schon. Dann nimm du ihn. Mir ist wurscht. Ja, wie gesagt, ich denke, das ist nur ein Trank und dann hast du halt einfach einen Zauber. Ja, aber das ist ja für dein Heilen gar nicht mal so schlecht. Ja. Das ist dunkel hier. Oh, da ist eine Schriftrolle Person festhalten. Das ist doch für Peiler. Mhm. Der Peiler hat ja sowieso den Vorteil, wenn er gute Schriftrollen findet, dass er die einfach lernen kann und dann ist gut die. Aber wenn du Alt drückst, dann siehst du die da drüben, Peiler. Also wenn ich hier Alt drücke, sehe ich auch nichts. Warum siehst du denn nichts? Ich drück Alt und mir wirst du schon gezeigt. Nichts mehr. Nee, auch vorher nicht, wo du dich noch nicht bewegt hast. Komm mal doch, mit. Hier unten, wo ich stand in der Ecke. Komm mal mit, Jusen. Ja, wie gesagt, manche Sachen sehe ich ja, aber das habe ich gerade nicht gesehen. Ja, na komm doch einfach mal mit, Jusen, bitte. Ich komm mit. Genau. Siehst du da unten den Beutel, wenn du bei mir stehst und Alt drückst? Ja, Beutel leer, den sehe ich. Ja. Okay, dann haben wir das. Da musst du vielleicht einfach näher rangehen an die Sachen. Also wirklich an den Wänden ganz nah vorbeilaufen und Alt drücken. Vielleicht hast das du einfach keine erhöhte Wahrnehmung. Ja, das habe ich nicht. Ja. Ich kann im Dunkeln mehr sehen, aber... Das war's. Komm mal drehen. Okay. Jo. Anscheinend müssen wir jetzt hier nach und nach die Goblins alle töten. Da drüben sind auch welche. Ich soll hier durch die Tür gehen. Achso, ihr seid schon durch, okay. Ja, wir sind schon aber durch. Rüberspringen können wir von hier aus nicht. Jetzt müssen wir rumlaufen. Irgendwas soll auch hier noch sein. Hier ist irgendwie eine Quest, oder? Bitte alle drei Anführer. Da sind wir gekommen. Achso, das war hey, die. Auf die andere Seite kommen wir jetzt ja leider nicht. Ja, mehr, das war ja die, das war ja die Anführerin hier, hohe Priesterin. Also eine haben wir. Genau. Also müssen wir jetzt weitermachen quasi. Genau, hier waren wir ja überall schon. Und darüber nach, also links nach oben jetzt bei mir Richtung Norden, da kommen wir ja einfach nicht rüber von der Seite jetzt, wo wir sind. Ja, wir müssen jetzt hier und dann nach links. Dann kommen wir zu den anderen beiden Anführern. Hm. Achso, kann sich einer noch die Tröter aus dem Inventar nehmen? Wie gesagt, ich will die ungern blasen. Oh. Okay. Okay. Jusen, stehe ich dir im Weg oder kommst du durch? Soll ich mich erstmal vor euch so weit stellen? Vor dem. Ja, so. Ja, wäre nicht schlecht. Ja, genau. So, da so. Ich hoffe, jetzt kommen nicht von links noch welche. Stell mich mal nach hier. Wen soll ich denn zuerst angreifen? Die vordersten, wa? Weil die anderen komme ich eh nicht ran. Ha, 13, Alter. Sehr gut. Der hat nur noch 2 hier vorne. Der hier hat nur noch 2. Der Bogen, probier ich. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mal 1 ist tot. That won't work. Warte. Da-da-da. Meine Musik könnte ich ja in-game mal ein kleines Stück machen. Ja, Mann, ich bin so dumm. Warum stärkst du dich eigentlich nicht? Ja, genau deshalb. Mann, das mache ich das allererste. Yeah, oh, Hundusse. So, ich glaube, den hier vorne könnte ich vielleicht wegkillern. Mhm. Probier's mal. Ja, mach mal. Du als erstes. Jawohl. Nice. Hat er geschafft. Welchen soll ich mir vornehmen? Ich kann mich noch bewegen. Soll ich ein bisschen weiter nach vorne? Hier vorne gleich. Ja, ja, stell dich am besten vor den. Ne? Weil dann den vor Jusen oder was? Zack. Hab ich. Okay. Ich hab auch so viel EP gekriegt dadurch. Wir haben alle EP gekriegt. Schade. Das sind nur wir beide. Nee.
Weil wenn du die, wenn du vor denen stehst, bin ich im Vorteil. Nice. Opfer. Ich versuch mal wegzuhauen, ja? Ja, töte ihn. Ah, ne, 4 noch. Immer noch 4. Was? Leider immer noch 4. Oh, ich bin schon wieder dran. Ach, da oben ist auch noch ein Bogenschütze. Ja, ja, aber der hat ein ganz wenig Leben. Achso, da oben? Wo ist ein Bogenschütze? Was, der da? Ich glaube, der ist nicht böse. Der ist grün. Ja. Das ist ein... Nee, das ist nicht der grüne. Aber ich habe bei mir 2 rote. Einmal Zami. Ach, da über uns, stimmt, ja. Ja, wie gesagt, einfach oben auf die Symbole klicken, dann seht ihr werden. Ja, ja, auf die Gesichter, ja. Ach, da. Okay, ja, cool. Ui. Ja. Und den sehe ich ja von hier noch nicht. Das ist erstmal egal. Und der ist auch ein Nahkämpfer, also eigentlich müsste er auch runterkommen. Ey, der ist ein Bogenschütze. Ach, echt? Ja. Sehr mies. Again. Echt jetzt? Sorry, Leute. Hau zu. Ach so, hast du nicht beendet. Hat er dich voll durch die Lücke? Ah, dann müsstest du ihn jetzt auch treffen, wenn du hochschießt, oder, David? Okay, es kommen mehr. Droa Razin kommt. Mit 75. Oh ja. Die das kommen. Ist wahre Seele der Absoluten. Das ist der nächste Anführer. Der kommt von hier drüben. Perfekt. Hinter uns, oder? Auf von den haben hier. Wir ja gewartet, eigentlich. Ja, also, Yuzen, du musst dahin. Ganz so schnell, wie es geht. Dahin. Wohin? Dahin. Da, okay. Da bitte. Da so schnell wie es geht. Soll ich da eine Fettpfütze hinmachen oder sowas? Aber jetzt noch nicht laufen, Yuzen, weil du stehst ja noch vor einem. Also den kill ich und dann spurt dich dahin. Nein, warte doch einfach ab. Okay, ich warte. Aber da soll ich hin, okay. Genau. Ist es nun bei mir ein Grafikfehler hier gerade im Stream oder ist bei euch auch eine riesige Gnomen mit Pfeil und Bogen da oben. Das ist nur ein Grafikfehler. Also Alex direkt. Das ist nur ein Grafikfehler. Das ist der Kamerawinkel. Ja, deswegen. Okay. Bitte. Die ist kein, oben, die ist nicht oben. Riesig. Du musst einmal drehen. Hammer. Die ist genau vor dir. Bam, die ist tot. So. Warum kann ich nicht? Fettpfütze oder nicht da vorne hin, Alex? Nee, mach nicht da die Fettpfütze hin. Denn chillig oder? Ja, positionier dich am besten erstmal, weil die kommen jetzt alle von hier. Ja. Oder kannst du den Vierer vor mir wegkillern? Dann ja, krieg genau. Ich den Charme, wenn ich wegrenne. Genau, entweder genau, killst du den. Genau. Nehme ich diesmal aber irgendwas anderes. Dann kann Yuzen nämlich Blitz. Kann Yuzen nämlich sporten. Genau. Nee, Blitz ist scheiße. Verbraucht so einen Punkt. Gift ist blöd, da treffe ich Yuzen. Mach doch einfach den Feuerpfeil. Ja, aber hast du ja gesehen. Nice, siehst du? Geht doch. Okay. Das hat mal gereicht. So. Aber genau 4. Ich frag. Ja. Bei mir ist das Spiel irgendwie buggy. Warum habe ich bei mir eine Uhr? Eine Eieruhr. Sprech mal ein bisschen dicker, Digga. Ja, bitte. Er hat eine Eieruhr, habt ihr es nicht gehört? Ich hab bei mir oben eine Eieruhr. Ich kann. Na, du hast vielleicht den Zug beendet. Ja, wie das denn? Jetzt okay, bist du dran. Ja. Weird. Okay, also ich kann gerade mal bis zu dir nach vorne spurten. Ja, na, ist doch in Ordnung. Reicht doch. So weit wie du kannst. Also, ach, hier oben die Olle ist noch da. Ja, die ist tot. Ja, die hab ich getötet. Also ist hier bei uns gar keine mehr, oder? Nee. Warst du in den direkt letzten... vor dir kommen jetzt alle hier. Warst du die letzten 2 Minuten nicht anwesend, David? Doch, aber ich war beim Untersuchen drin und guck, warum ich nichts machen kann. David kann nicht gleichzeitig lesen und zuhören. Er ist ein Mann. Sie sind alle da hinten, ne? Also hier vorne. Hab ich gesagt, ja, die kommen alle von hier. Immer noch. Ich bleib jetzt hier hinten stehen, ich hab meine Aktion gemacht.
Wir werden jetzt, glaube ich, hierher spurten, ja. Vielleicht stellst du dich einfach zu Pyla hier drüben hin. Da so. Weil die müssen ja hierher kommen, von hinten können sie eigentlich nicht kommen. Ja, aber ich habe überlegt, ich kann ein Feld hinstellen, was dann vorne im Tor ist und alle, die da drinnen sind, die kriegen mehr Schaden quasi. Ja, aber stell's doch hin, wenn die da sind, weil sonst laufen die da nicht durch. Haben wir ja jetzt schon ein paar Mal erlebt. Wenn wir das alles hinmachen, bevor die da sind, dann laufen die drumrum oder springen drüber. Ja, aber ich bleib hier. Oh, mein Kamera ist weg, wow. Der da hinten ist auch krass, Alter. Der da noch kommt, der rote. 75, ja. Ist der Boss, ne? Ja, den müssen wir töten. Uiuiui. So, jetzt kommt er. Nice. Der spotet auch. Aber erstmal auf den Boss, wa? Na, du gehst auf den Boss, ja. Die stehen da jetzt alle. Okay. Wenn du kannst, mach Kampfrausch vorher an. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen kann. Okay, er versucht einfach zu töten. Doof, wie er ist. Bleib bei ihm. Sollte man ihm denn eine Waffe geben? Hier geht nicht. Okay, du bist dran, Dicky. Alter, er läuft hier nach oben. Okay, mein Zug. Dann gehe ich mal auf den dicken Petersen erstmal. Vielleicht kann ich ihm eine Fleischwunde zufügen. Okay. Nice. Pyla, David? Könnt ihr den hier vorne töten? Ich könnte auch den Boss erstmal entwaffnen. Kannst den Boss auch. Mach du das, dann versuche ich den anderen zu töten. Ja, genau. Ja, mal ein Stück noch ran. Keep going. Zwei Schaden gemacht, wow. Ja, aber seine Waffe ist am Boden. Nee, nicht du, sondern Pfeiler. 1 bis 10. Kann halt alles bei rauskommen. Warte, dann überlege ich, was ich jetzt mache. Ich konnte doch Rausch machen, sehe ich gerade. 15. Aber ist gut. Der kriegt schon ordentlich aufs Maul. Ja. Zicken ja eh nur 1. Ja, ne? Sag dir jetzt mal unter die Nase rein. Digga, das war mein Zweithieb. Meine Zweitangriff. Ich habe gerade 15 Schaden an dem Boss gemacht. Ja, jetzt entspannen wir uns erstmal. Chance von 1 zu 10. Kann hier nichts dafür, dass es 2 wird. Oh, der hat auch kaum Frosch, dieser Wichser. Mhm. Aber vielleicht greift er den Typ wieder an, ja, der ist tot. Okay. Mhm. Schlag, du Opfer. Ha, Rettungswurf. Ja, du Opfer. Ha! Keiner. Fehlstark, du Opfer. Bogenschütze oben? Okay. Oh, ich kann wieder flackern, okay. Mach das. Kritischer Treffer, fuck. Aber nur 4. Ja, okay. Stimmt. So, kann ihn jetzt jemand vor mir töten? Mit 3 Leben nur noch? Ich mach 4 bis 11, ja, ich kann ihn auf jeden Fall töten. Dann bitte mal, ich will gleich wieder auf den Boss gehen. Fehlstark, okay. Cool. So viel dazu. Soll ich ihn töten, Alex? Ja, bitte. Willst du noch aussuchen, wie, oder soll ich einfach machen? Töte ihn einfach. Außer der ist weg. Na, mal gucken. Sehr gut. 9! Siehst du? Hätte ich das mal nicht am Anfang machen können? Hier, willst du erstmal machen, Shaolin, oder soll ich erstmal auf den Big Boss? Ich überlege gerade, was ich mache. Versuch du mal. Da oben ist noch ein Bogenschütze, da ist noch der Dude vor euch. Und sonst sehe ich keinen. Wow, was denn jetzt mit der Kamera? Okay. War ja nicht dolle. Kannst du nochmal? Ja. Leider nein. Okay, wegen seinem Kampfrausch machen wir, glaube ich, keinen Damage. Ja. Auf jeden Fall weniger, ja. Aber er hat immer noch eine Blutung, der Hund. Weil die Aura der Führung ist ja auch ziemlich geil. Wird bestimmt. Ja, klar. Alter. So mal den armen David in Ruhe. Ach, toll. Wieder Ecke. Immer Ecke. Ja, und jetzt von dem anderen krieg ich auf die Fresse. Was wollt ihr denn? War aber ein Fehlschlag.
Ja, aber. Okay. Hat der noch Kampfrausch? Ja. Scheiße. So, jetzt erstmal alle auf ihn oder was? Aber Alex steht direkt davor. Naja. Alex steht davor, ja. Macht ihr den Boss? Du läufst weiter? Ja. Dann versuch mal von ihm wegzukommen. Kann ich. Okay, dann lauf ich erstmal zu dem Boss wieder, oder? Nee. Okay, dann macht ihr erstmal. Warte erstmal, bis ich was mache. Da wollte ich gar nicht hinlaufen. Bam, Junge. So, ich kümmere mich hier hinten um den Absu. Was hat der Boss? Hat der eine Schwäche gehabt? Den Novizen hier. Er hat nur Stärken, okay. Den Bojak oder was? Bojak-Schnack? Oder den Nabas? Ich kümmere mich um beide hier hinten. Okay. Ihr macht zu dritt den Boss da. Müsste machbar sein. So, was hat der? 19. Try something else. Eis kann ich ja machen, da ist ja keiner in der Nähe, wa? Nee. Oder habt ihr irgend so eine Art Verlangsamungszauber? Oh, krass, kritischer Treffer 4. Und der ist auf der Eisfläche, du darfst jetzt nicht ran, Jusen, du musst eigentlich einen Fernangriff machen. Das ist doch kacke. Wieso denn? Deswegen hab ich mir den nicht ausgesucht. Ja, das was sagst du? Dein Kampfrausch zählt doch auch für Fernkampfangriffe, ist doch in Ordnung. Ja, aber Nahkampf bin ich halt besser. Ja, kann man jetzt nicht ändern. Ich habe ein einfaches Gift, soll ich das mal zu ihm werfen? Oder kann ich das mit der Armbrust jetzt, weil ich sehe es gerade hier unten bei meinem Bogen. Okay, ich bewirke einfach drauf. Jetzt kannst du schießen. Mhm. Auch was rausgefunden. Nice. Kritischer Treffer, nice. Ja. Und das vergiftet und zwei Runden. So, dann müssen wir mal warten, was er gleich tut. Aber ich bleib hier stehen, oder? Oder soll ich noch irgendwo hingehen? Nee, bleib einfach da, wo du bist. Alter. Ach so. Ja. Cool. Oh, ich kann wieder nice. Hier schützendes Flackern machen. 3, okay. Ah, er ist ausgerutscht, der Typ. Ja, er liegt. Sollte da den doch töten können, oder? 9, der meine Standardattacke. Also soll ich erstmal Bogen machen? Okay, der ist down. Yes, ja. Und die Fläche ist auch weg, geil. Ja. Naja, so. Weil ich Feuerattacke gemacht habe. Ich komme erstmal zu dir gerannt, oder? Ja, kannst du den hier noch töten? Der hat nur noch 6. Wen? Nee, ich weiß nicht, ob ich da rankomme. Ich probier's mal. Alter. Parasiten verzehren. Du kannst jetzt Gedankenschinder-Parasiten aus deinem Inventar verzehren, um neue Elite-Kräfte freizuschalten. Suche nach Parasitenquellen in der Welt, beispielsweise infizierte Leichen. Ah, okay. Also müssen wir erstmal drauf achten, dann können wir das schnatzen. No. Ich hab auf jeden Fall von dem Dude einen dicken Schlüssel gekriegt. Nice. Er hat noch einen, fuck! Ja, der ist aber vergiftet, das ist sehr gut. Ja, das Gift hält schon ein bisschen länger auf meiner Armbrust. Dicken Schlüssel, ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, okay, ich kann mich nicht bewegen, ich bleib mal hier. Ja, hab ich gerade gefunden, Alex. Gedankenschinder, Parasiten, Exemplar. Achso, deswegen haben wir das alles gehabt, okay. Genau. Weil ich den roten gelootet habe, den wir gerade gelegt haben. Kann noch irgendjemand was machen? Also den nee. Hier. Der hat nur noch ein HP, Alter. Alter, David, du solltest dich mal heilen. Oh ja, Alter, du bist ja fast tot. Ist doch alles gut, wenn er den umgebolzt hat, kann er sich doch heilen, oder? Ja, es gibt noch einen Bogenschützen. Bam. So, der da hinten ist weg. Die Hexenmeisterin. Nice. One shot. Ah, geil. Ja, nein, kritischer Fehlschlag. Und das Gift rafft ihn weg. Aber das Gift wird ihn eh wegraffen, denke ich. Mal gucken. Muss ich wieder auf mich? Noch ein Bogenschütze. Nochmal. So. Adler, Augo, Row. Da ist noch einer gekommen jetzt. Mhm. Und noch ein Krieger ist gekommen. Kommen die denn alle her, Alter? Wir sind immer noch in einem Lager, Digi.
Okay, also, Shaolin, ich würde erstmal zu dem 15er nach oben sprinten. Soll ich auf den 1er schießen oder verlassen wir uns darauf, dass das Gift ihn danach tötet? Ich habe einen Zweitangriff. Ich kann den töten, vielleicht mit einem Hieb. Also, mach du was Nützliches irgendwo anders. Ich sprinte erstmal, wie gesagt, dahin, oder Shaolin? Ich komme halt an keinen ran, das ist das Problem. Shaolin, ich sprinte da erstmal hin jetzt, oder was? Wo denn? Na, vor dem 15er hier. Dieser Kriegerhook. Ja, mach. Zu dem da, ja, kannst du hin. Wohin? Wo hast du das gezeigt? Da. Nee, da meine ich nicht hin. Achso, zu welchem denn? Den da, oder was? Ja. Oder soll ich die Treppe hochrennen? Ja, geh lieber zu dem da. Dann sprut dich da hin. Und den hier oben müssten wir auch mal irgendwie noch wegkriegen. Kommt ihr da mit euren Zaubern ran? Oh, wenn ich nächste Runde wieder aufstehe, vielleicht. An denen da oben? Ich kann nicht gucken, Digga, ich lieg am Boden. Kann an gar keinen rankommen. Ich könnte nur den Einser hier vorne machen, dann könntest du deinen Zweitangriff sparen. Ja, dann mach du das. Dann versuch ihn zu töten. Nice. Wenn das das Einser hier ist, was du machen kannst, dann mach das. Ja, die anderen kommen hier nicht ran. Heiler aufhelfen kann ich auch nicht, oder? Nee. Hä? Warum? Warum bin ich denn nach dem Ding dran, ne? Jetzt bin ich dran, okay. Ja, der hat gerade auf mich geschossen. Jo. Hat er versucht. Stimmt, hat er versucht. Aber fähige Schlagan. Jetzt ist nur der Peter dran. Dann nochmal der Bogenschütze. Was ist los, Nova? Du bist ja eigentlich irgendjemand um den Bogenschützen da rum? Ja, ich versuch's ja die ganze Zeit, aber ich komm nicht ran. Häng dich nicht am Mikrofonkabel auf, mein Schatz. Nova gerade den Kopf Schade. Durchs Mikrofonkabel hängen, Alter, dann hättest du sich irgendwann erwürgt. So, jetzt bin ich oben auf den Balken. Mhm. Hab ich gerade wunderschön sehen können. So, der kommt nicht weiter an euch ran. Genau, sehr schön. Der versucht mich zu treffen. Fehlschlag. Daneben! Genau. So. Jusen, Kampfrausch als erstes. Kann ich gerade nicht mehr. Platz. Müsstest du aber eigentlich? Ist jetzt zu Mach Ende? Mach Hobby und Platz. Ja, aber ich kann's nicht. Weil es wurde mir von der Zeit her weggenommen. Weil irgendjemand irgendwas gemacht hat, dass mein Kampfrausch weg war. Deswegen, es geht jetzt nicht. Bei mir ist es grau hinterlegt. Okay, ich komme auch noch nicht ran. 13, da unten hat noch zwei. Ja. Ich den da unten erstmal wegblasen, David? Oder ja, soll den ich noch ein Stück? Ja, den noch. Ja, war ja so klar, Alter. Nice. Ah, der vor mir hat nur noch zwei. Ja, die haben alle nur noch zwei. Okay, cool. Ah, der hat nur einen. Aber der ist umgehauen. Der ist bewusstlos, dauerhaft. Ja, cool. Für eine gewisse Zeit. Ja, steht da. Bewusstlos, dauerhaft. Ja, stimmt. Na, dann, David, sollen wir jetzt alle weggucken und du hast den Spaß deines Lebens mit ihm? Man kann ihn auch liegen lassen, oder nicht? Ich glaube, die Erfahrungspunkte haben wir ja trotzdem bekommen. Achso, aber der eine Typ mit 1% und Alter. Gift ist an Gift gestorben, ja? Sei ja, wäre er jetzt an der Wand hängen geblieben, wäre übelst cool gewesen, oder Alex? Mhm. Das ist ihn ja voll an die Wand getackert eigentlich. Soll ich den jetzt noch töten oder nicht? Na ja, klar, den. Entweder, den Einser können wir dann immer noch töten. Macht erstmal den Zweier da oben. Ja, sehr gut.